Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch zu später Stunde begrüßen. Ich freue mich natürlich sehr, dass ihr am Start seid und ich hoffe, dass ihr Bock habt. Denn Senna wurde jetzt tatsächlich revealed. Ja, wir warten ja schon so ein bisschen auf den neuen Champion. Ich muss auch sagen, hat jetzt, ja wobei, ja, es ist ein bisschen Zeit vergangen. Yumi war der letzte Champion, aber ist doch schon ein bisschen her. Zumindest wenn man vergleicht wie damals. Damals kam gefühlt alle zwei Wochen neuer Champion raus. Gut, wir reden heute über Senna. Senna ist die Freundin von Lucian und sie ist ein Support AD Carry. Ja, das ist. Also, sie ist ein Supportner champ der sich spielt wie ein Curry so ungefähr. Sie sieht auch, muss ich persönlich sagen, super broken aus. Also wirklich super broken. Wir besprechen sie. Wir fangen an mit ihrer Passive. Und zwar ist ihre Passive so, dass sie. Wir zeigen das mal. Sie hat ja ihre riesige Wumme. Und ihre riesige Wumme ist super langsam im Schießen. Ja, die braucht unglaublich lange. Aber wenn sie einen Gegner anschießt, und das ist so bei Senna das Ding, sie ist, ja, für die die Story so ein bisschen verfolgt haben, sie wurde ja aus der Laterne von Thrash befreit und sie ist aber immer noch so, sie ist quasi halb geil, also gut, so Licht und so, aber auch halb böse Schatten und ja, vom Nebel verzehrt oder so ähnlich. Das heißt, sie kann den Nebel vielleicht auch kontrollieren. Die ganz genaue Story, wie, wie das jetzt ist, werden wir vielleicht mal durchgehen, aber die weiß ich noch nicht. Das bedeutet, sie kann die Seelen von den Gegnern einsaugen. Ja, das heißt, hier ist, wenn sie ein Ziel angreift, kommt da so eine Seele. Und wenn sie diese Seele bekommt, dann kann sie ihre nächsten Angriffe verbessern. Also, beziehungsweise, die kriegen dann mehr Range, mehr Attack Damage und Crit über Zeit. Ja, das Ganze steht hier ungefähr. Hier steht, she can power up its Range, Attack Damage and Crit Chunks over time, wenn sie einen Gegner Schaden macht. Das heißt, das Ganze sieht so aus, sie greift an und dann saugt sie diese Seele ein. Ja, das danach war, glaube ich, schon ihre Q. Die, sieht, die hat dann richtig viel Reich, Reichweite, das sieht man auch hier. Greift sie wieder an, das ist wieder dann ihre Q. Naja, man muss auch sagen, die Reichweite ist insane hoch, holy shit. Naja, da zieht sie so die Seele aus dem Gegner raus. Und auch wenn Minions ge gekillt werden, dann kommt ebenfalls die Seele. Wahrscheinlich nicht bei jedem Minion, das wäre ein bisschen broken, aber ich denke mal, die Chance ist da. Gehe ich jetzt einfach von aus. Zack, da ist äh, die Seele und sie zieht sie zu sich. Das ist ihre Q. Ist auf jeden Fall schon interessant, äh, ihre, sorry, ihre Passive. Ihre Q. Ihre Q ist Piercing Darkness. Piercing Darkness macht genau das hier. Das ist auch das, was wir in dem Video gesehen haben über Senna und Lucian. Und zwar schießt sie einen Skillshot und dieser heilt sich selber. Also das heißt, sie wird davon geheilt. Sie heilt einen Verbündeten. Und sie macht dann einem Gegner dahinter Schaden. Das Ganze sieht so aus. Sie schießt, zack, und da kommt dann wieder diese Seele. Das ist quasi diese, diesen Schuss, den sie die ganze Zeit jetzt schon in diesem Video macht. Mir sieht man, dass sie sich selber damit heilen kann. Finde ich ein bisschen dumm. Ich denke, ich werde mich an dieser Stelle schon mal festlegen, das wird geändert werden. Warum sollte sie sich selber heilen können? Ich meine, klar, Logik ist jetzt so ein Ding, aber sie schießt nach vorne und heilt sich selbst damit. Das ist ein bisschen weird, wenn wir ehrlich sind. Aber gut, müssen wir mal schauen. Und hier sehen wir erstmal der Autotech und hier... Kann man das Ganze, das ist also kein Point-and-Click-Zauber wie bei Lucian, sondern sie kann das einfach in der Gegend schießen. Und guckt euch diese Reichweite an, Leute. Das ist jetzt mit verbesserter Autotech. Ja, da kriegt sie ja mehr Reichweite. Das geht von hier bis da hinten. What the fucking hell. What the fucking hell. Das ist viel zu weit. Das ist viel zu weit. Zack, tot. Und da ist wieder eine Seele. Nee, Leute, also. Leute, Leute, also dieser Champion ist mal wieder, kom also ich möchte auszuzeichnen Quatsch. Das hier ist, also meiner Meinung nach, guckt euch diese Reichweite an. Meiner Meinung nach ist dieser Champion Quatsch. Was ist das für eine Reichweite? Und, also der ist auch super breit. Man sieht hier genau, wie breit er ist, ne? Wäre das nur diese Linie gewesen? Okay, ne? Aber das ist einfach Niederlef Speer in sofort, in super lang, in super breit. Niederlässperr zum Beispiel ist nur das kleine Ding hier. Aber der Skillshot geht einfach Ey, viel zu weit, Bruder. Klar, okay, der geht nur so weit, wenn du eine Seele eingesammelt hast, ne? Das heißt, das gehört so ein bisschen dazu, aber. Gut. Ihre W. Ihre W. Super broken. Ja, ich weiß nicht, ob es super broken ist, aber. Sie ist ja geistig-technisch. Beziehungsweise. Achso, nee, das ist das. Sie kann einen Skillshot auf einen Gegner schießen und dieser bekommt dann Schaden und nach ein, zwei Sekunden werden Gegner drumherum und das Ziel selbst geroutet. Zack. Geroutet. Sollte das Ziel sofort dabei sterben vom Damage, werden die Gegner sofort geroutet. Ja, bei dem Skill muss man sagen... Ähm, wie schnell fliegt der? Ja, sieht man jetzt nicht so gut, aber er... Ist, glaube ich, nicht super schnell und er ist, glaube ich, auch relativ dünn. Deswegen ist das okay. Was ich ein bisschen schwierig finde, ist. Mh, du hast einen Root, der nicht nur belohnt, wenn er trifft, sondern. Also, dass er das Ziel rootet, sondern auch noch Ziele drumherum rootet, finde ich. Klar, okay, man kann natürlich dann Thrash, wenn er nicht dumm wäre, würde nach oben gehen. Oder sie würde nach unten gehen, aber trotzdem wird er eher gerootet, ne? Oder Kalista. Also. Ja, muss man mal gucken. Die Frage ist auch, wie lang der Route ist. Hä? What? Nee. Der ist viel zu lang, Leute. Der ist viel zu lang. Guckt euch das an. Also, und jetzt. Warte, wir müssen hier. Wir können ja hier so ein bisschen mit Zeit, aber das ist halt sehr schwierig. Eins, zwei. Also, zwei, 2,25 oder 2,5. Viel. Also, weiß ich nicht. Könnte. Nee, naja, es könnte, ja, vielleicht ein Max-Range-W sein. Aber ich glaube, der Spell hält viel zu lange fest. Hier sehen wir es nochmal. Eins, zwei. Ja, auf jeden Fall zwei. Vielleicht sogar 2,25. Ihre E. Die E ist, ja, broken, würde ich sagen. Also die W geht noch. Die E. Ich weiß nicht, ob sie broken ist. Es ist immer so leicht gesagt, broken dies, broken das. Aber Leute, also ihre E. Sie macht sich selber zu so einem Geist. Genau der hier. Und das bedeutet, sie macht so einen Tümpel, so einen, so einen Nebelgeist oder so eine Nebelwolke. Verbündete, die da reingehen, sind camouflagisiert. Die sind camouflage. Zack. Das heißt, das ist die Sicht von Senna aus. Er ist immer noch camouflagisiert. Das ist aus der gegnerischen Sicht sieht jetzt super cool aus, muss ich zugeben. Das heißt, das ist jetzt die Sicht von Thrash. Er geht rein. Wir sehen also erstmal nichts. Wir sehen aber, das hier ist Senna. Ja, das ist immer in der Mitte. Das hier ist immer Senna. Das heißt, man hat so ein bisschen Counterplay, das finde ich cool. Und man, abgesehen von der Lampe, weiß man, okay, na, es ist halt in der Mitte vom Kreis. Ja, es ist nicht wie bei Akali, dass Senna jetzt hier ist oder da ist, sondern sie ist immer da. Aber dafür kann sie sich bewegen mit der Wolke. Und jetzt sieht man, dass das sieht halt, die Animation finde ich wirklich cool gemacht. Das finde ich wirklich cool. Was ich mich aber hier frage ist, und zwar ist das Camouflage. Das bedeutet, wenn man hier reingeht, sollte man Senna sehen. Aber wann löst es auf? Da steht dabei, wenn du den Gegner angreifst oder in die Nähe kommst. Aber normalerweise müsste man Lucian ist hier, sollte man doch range technisch, da sollte doch Camouflage aufgedeckt werden, oder? Oder ist das wahrscheinlich ist das gerade so bis hier, das kann sein, so bis hier gerade so. Könnte sein. Sieht man das denn nicht aus der Sicht von Luschen? Nee, ne? Nee, sieht man nicht. Schade. Gut. Jetzt sieht man das auch nochmal im Gameplay. Achso, hier sieht man, ja, das löst sich auf. Und bei ihr, sie kann es angreifen. Und wenn ich das richtig sehe, dann geht sie. Das Leute, dieser Champ. Ah! Also. <laughs> sie, sie greift. Also bei ihm sieht man, wenn er angreift. Also, das ist jetzt direkt die Analyse mit drin. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Deswegen dauert es ein bisschen, aber. Wenn er angreift, dann sieht man, geht das weg und wenn sie angreift, dann geht das weg. Aber es kommt wieder. Sie geht dann wieder zurück in ihre Form. Also ich finde, wenn man sich entscheidet, anzugreifen, dann sollte der Spell auch weg sein. Ne, das ist schon wieder so ein, so ein Champion, der zu viele Dinge so zu viel hinterhergeworfen bekommt. Warum nicht bei Kiana? Kiana macht ihre Wirbelding. Wind und wenn sie angreift ist vorbei. Wenn sie out of range geht ist vorbei. Das ist super bestrafend, aber du hast super viel Counterplay. Hier greifst du einfach an und du gehst wieder in Camouflage. Fragwürdig. Aber lassen wir das erstmal so stehen. Hier sehen wir, man kann sie graben. Sie wird nicht mal aufgedeckt, aber ja. Hier das ganze Gameplay und deswegen finde ich es so broken. Ja, hier kommt Xayah und Senna. Zack, einfach Camouflage und. Pretty. Klar, du könntest in die Wolke reingehen. Und wenn wir jetzt ehrlich sagen... Ich meine, hier hätte man aus der Situation wahrscheinlich auch nicht mehr machen können, oder? Also... Ja, ich meine, was wollte man hier Ja, vielleicht ein Charge, wenn er ein bisschen besser läuft und so. Aber ich meine, da hätte man jetzt auch nicht viel... Aber ich denke, dieses... Ich meine, es ist das Camouflage. Es ist nicht Unsichtbarkeit, ja? Aber... Finde ich trotz... Glaube ich sehr stark, denke ich. Oder ist es nicht so stark? Vielleicht ist es auch gar nicht so stark. Das, was es für mich stark macht, ist... Dass man nicht weiß, wer aus der Wolke rauskommt. Das bedeutet, hier vorne, du weißt halt nicht, wenn da jetzt drei Leute drin sind, oder vier oder alle, 100 Leute, wer ist denn das jetzt? Ist das ein Set? Ist das ein Lucian? Das könnte extrem stark sein. Das ist quasi Nico Next Level. Oder so ähnlich. Ja, das war die E. Und jetzt kommen wir zur Ultimate. Ja, Leute, die, was soll ich sagen? Was soll ich zur Ultimate sagen? Guckt euch mal. Passt auf die Beschreibung. <laughs> Senna fires a global beam. Ich stelle euch eine Frage: Denkt ihr, dass ein global beam mit solchem Ausmaß gesund ist? Frage an euch: Denkt ihr das? Bevor ihr jetzt denkt, ja, äh, äh, das hier ist nicht alles Damage. Das hier ist Damage, dieses mittlere Ding. Und das hier ist jeweils Shield: Shield, Shield, Damage. In der Mitte geht aber Shield auch. Und jetzt frage ich mich natürlich, okay, ja, jetzt sagt ihr ja, okay, tu, wenn das äußere Schild ist, dann geht das ja noch, oder nicht? Ja, aber ähm, ist das gilt? Meint ihr nicht, dass der Skill schon ein bisschen breit ist, ein bisschen breit? Also vielleicht ein bisschen breit, dafür, dass er global ist und ultra schnell über die Map fliegt. Ihr wollt ihn sehen, okay? Hier, einmal abgefeuert. Ja, bevor wir uns das, das wird gleich noch weiter ausgefüllt, bevor wir uns das anschauen, wir sehen hier, mal kurz irgendwo kann man das hier bestimmt kurz sehen, perfekt sehen. Mist, wartet. Wartet, noch ein Stück. Da, also wir sehen hier den Damage. Das ist sehr viel Schaden. Jetzt sagt ihr, Tobi, das ist nicht so viel Schaden, aber das ist, glaube ich, immer ohne Items, ja. Das wird immer ohne Items getestet, einfach nur Base-Damage. Das ist einfach der kom komplette Base-Damage. Und für Base-Damage ist das schon viel. Muss man sagen. Man sieht aber, dass Hackerim keinen Schaden bekommt. Man sieht, dass er hier so ein. Hier ist auch, wird der Geist aus ihm rausgeschossen. Das sieht ganz cool aus. Hier ist so ein Schild. Das sieht nicht zu stark aus. Aber sie schildert sich A selbst auch. Und ich glaube, es ist, auch wenn man ehrlich ist, sehr lang. Das Schild. Müssen wir gleich gucken. Aber Minions werden anscheinend nicht gedamaged. Und das Schild hält 1, 2, 3, 3 Sekunden. Circa. Und jetzt das Ganze hier, Leute. Leute. Also weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also erstmal ist das. Erstmal ist das. Guck mal, warum. Lass uns andere Global Champs vergleichen. Ashpile. Ashpile braucht unglaublich lange. Dieses Ding hier, das Guck mal, die steht hier unten, das Ding rast nach oben. Das flitzt wie sonst was nach oben. Piu. Zack. Guck mal, wie schnell es ist. Ne, bei Ashfile, der fliegt so und kannst easy dodgen. Klar, Ashfile ist stunt, muss man dazu sagen. Jinx Rakete, Hitboxen beide kleiner als dieser Spell. Dieser Spell hat eine riesige, gewaltige Hitbox. Der ist schon, fa der muss, der muss geringer werden. Das ist viel zu groß. Und außerdem, selbst wenn du jetzt den den Damage verfehlst, die Chance, dass du einen Verbündeten damit schielst, ist Tausi, tausendmal. Ver äh, wer damit einen Gegner oder einen Verbündeten Champion nicht trifft, what the hell. Ja, und selbst dieses Schild könnte halt reichen, dass er vielleicht den Trade gewinnt selbst wenn es Damage also ich weiß nicht ich bin gerade ein bisschen triggert ich bin ein bisschen in Schuss ähm... also die Animation sieht cool aus muss man sagen super cool hier sind auch glaube ich weitere Staubsauger die hier so Licht schießen aber ich, ich also klar vielleicht ist, kommt halt alles auf Stats und so an ne aber also vielleicht wenn die Spells alle kein Damage machen und so und das Schild scheint nicht zu stark zu sein aber frage mich natürlich auch wieder, warum schildert sie sich hier wieder dabei? Ne, ich finde, das ist halt irgendwie. Ich, ich meine, das muss nicht sein, oder muss das sein? Klar, man kann auch generös sein und sagen: Ja, komm, dann schildert sie sich halt auch selber, aber ich meine, sie schildert das ganze Team und sich selbst. Finde ich ein bisschen harsch. Und macht Schaden dabei. Und steckt ihre Passive dabei. Aber mal gucken. Ja. Ansonsten, ich, das möchte ich euch nicht vorenthalten. True Damage, meine Freunde. Da lohnen es mir noch mit rein. True Damage ist wie äh, KDA. Das sind neue Skins, die True Damage Skins. Kiana sieht schon irgendwie ein bisschen hip aus. Senna sieht super cool aus. Echo. Ja, das ist True damage mein Freund. Ihr könnt mir gerne sagen, was haltet ihr davon? Ich muss sagen, ich finde die Skins. KDA war no hate, aber so sehr girlish. Ne? Das war überhaupt nichts für mich. Aber auf den Skins sehe ich erstmal Yasur noch. Ne? Yasur gibt es ja auch noch. Auf den Skins sehe ich mich, actually. Also, wer war das hier? Das war Akali. Akali. Oh, sie ist ja dann gedroppt. Sie ist, von, sie ist von, KDA weg. KDA verkauft. Also, ja, ihr könnt mir gerne sagen, wie findet ihr die Skins? Ich finde, ja, bei Kiana bin ich noch nicht sicher. Also ich mag so einen Style ich nicht, aber irgendwie finde ich es doch ziemlich cool, muss ich sagen. Und auch Senna. Senna sieht halt sehr. Das hier soll so eine Bassbox übrigens sein. Senna sieht schon sehr mad aus, muss man sagen. Bei Echo weiß ich nicht, dass so ein typischer, so ein typischer, weiß nicht. Ihr könnt mir absolut gerne sagen, was ihr davon haltet. Außerdem, was ihr von Zenner haltet. Ich, ich, ich benutze Broken sehr selten. Aber ich glaube, Zenner hat zu viele Dinge. Zu viele Dinge. Aber ihr könnt mir gerne eure Meinung dazu droppen. Ich wünsche euch was. Auf Wiedersehen und Tschüss.